Hallo liebe Freundinnen und Freunde der scharfen Klingen, wir sind ja, wie schon angekündigt, auf der IFA und starten heute mal bei der Firma KH. Die haben einige Neuheiten, die werden wir uns anschauen. Und neben mir steht der Klaus Hoffmann, der Chef. Hallo Klaus. Ja, hallo. Ja, schön und guten Tag von der IWA 2022. Wir sind hier die 4 Tage, diesmal von Donnerstag bis Sonntag, und zeigen hier dem fachkundigen Publikum unsere Neuheiten und stellen auch unsere neuen Kataloge vor. Einmal die Produkte KH Security und als zweiten die KH Knives and Tools. Wir haben das diesmal getrennt und wollen da diese Produkte auch Ihnen jetzt per Videokanal vorstellen. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Ja, mit was wollen wir denn starten? Wir haben einige neue Stablampen im Programm. Ja, viele Taschen, kleine Taschenlampen gibt es genügend mit 1000 Funktionen, aber der Markt an Stablampen ist jetzt sehr gering. Wir haben ja ganz früher auch schon Produkte da in Serie gehabt und in unserem Programm, aber jetzt haben wir einige neue Sachen, die wir neu importiert haben. Hier zum Beispiel unsere neue 3D Flash, die gerade angekommen ist, mit 3 Monobatterien und der Funktion mit den neuesten Chips zu 100%, 50% und Blitzlichtstroboskop. Ja, eigentlich eine Standard-Stablampe ohne große Funktionen, aber mit neuester Chip-Technologie und wirklich hell. Kriegt man hier jetzt nicht so ganz rüber, weil es hier in der Halle sehr hell ist, aber müssen wir nochmal ein Nachtvideo drehen. Genau, also ideal, noch nicht zu schwer, haben wir auch einen Ring dafür, ins Auto zu legen, abends mit dem Hund zu gehen. Die ist ja auch nochmal gummiert, ne? Die ist nochmal gummiert. Und was wir auch machen können, wir können die auch bedrucken, wenn für irgendwelche Firmen oder irgendwelche Events, irgendwelche Daten, lässt sich das nochmal bedrucken und wie gesagt, kommt in Kartonage verpackt. Und ist ja auch vom Gewicht her, da kann man ja, da kommen, nicht nur leuchten. Ja, kommen 3 Monobatterien drin, die ganz dicken, und dafür passt das ganz gut. Ja. CE-Zeichen, alles zugelassen. Genau, da wissen wir ja Bescheid von unserem Eigenimport. Wir kennen uns da ja aus, machen das ja schon ein paar Jahre. Dann haben wir hier noch eine ähnliche Lampe, auch im 3D-Bereich. Es hat keine Gummierung, der Kopf ist ein bisschen schlanker. Vom Prinzip her auch der mit neuester Chip-Technologie, 100% Licht, 50% und ja, Blinklicht. Ja. Dann haben wir noch 2 neue Lampen im C-Zell-Bereich. Da kommen 3 C-Zell-Lampen rein. Ist 3? 3, ja. Das ist aber schön. Genau, das ist die Babybatterie, die etwas schmaleren. Ja. Und die haben wir, die Ware in einem Schwarz. Und in Silber. Und ja, Silber, Titan, nicht ganz Silber, so ein bisschen dunkler. Und das sind die beiden, beide mit Handschlaufe, ja, zum zusätzlichen Schutz. Hinten den Knopf auch vertieft, ne? Dass man ja, nicht aus Versehen. Genau. Also hier ist Abschluss da. Ja, auch wie gesagt einfach gehalten, aber effektiv. Und ist das Glasbrecher oder? Nein, das ist kein Glasbrecher, ist auch nur Schutz. Linsenschutz. Weil die genau. Ja, diese schöne gewölbte Linse hat. Genau, ja, kann man ein bisschen schwer sehen. Aber wir können es mal ranhalten. Ja. Dann nehmen wir die schwarze. Ja. Und das sieht man, ja, zentriert. Na, da kann man es, glaube ich, gut sehen. Ja, ja, mit einem schönen Linsenkopf. Genau. Ja. Für noch mehr Lichtausbeute. Jawohl. Ware ist auch lieferbar, ist alles da. Auch wenn wir mit manchen Produkten Probleme haben, sie ranzubekommen, jetzt durch die bekannten Lieferengpässe. Aber wie gesagt, ist alles neu am Lager und ist im Programm
Ja, vor allem, die haben ja auch eine sehr lange Brenndauer da mit diesen großen Batterien. Ja, ne? Also das die LED-Technik, die mit Alkali-Batterien und neueste LED-Technik, da ist der Verbrauch sehr, sehr gering. Ja, also da haben wir wirklich, kann ich nicht genau sagen jetzt die Stunden, aber das reicht einige Monate mit einem ganz normalen Batteriesatz. Ja, ja. Ja, und vor allem jetzt, wenn jetzt das Gas auch nicht mehr so fließt, wie soll. Und ja, gut, man weiß ja immer nicht, abgestellt jetzt, wird. Ja, mit Blackout und Stromversorgung haben wir ja schon jeden Tag Probleme. Viele Städte sind immer mal für einige Minuten oder teilweise bei uns jetzt auch war über 30 Minuten in der Firma gar kein Strom da. Hattet ihr auch schon? Haben wir ja. Ja, ja. Also da von daher, zum Glück schon geblieben. Da sind wir, dann kommt man schon in Wallung. Und deshalb so Taschenlampen irgendwo zu liegen, ja. Passt ganz gut. Nicht umsonst kommt ja jetzt eine eigene Zeitung drüber raus. Genau, ja. Die kommt jetzt Ende März und auch da sind wir vertreten mit einigen Produkten. Ja. Wir machen dann zu den Lampen nochmal kleine so Produktvideos, wie ihr das ja von uns kennt. Dann könnt ihr euch die noch mal ein bisschen näher anschauen. Super. Ja. Das war das Thema Stablampen. Ja. Vielen Dank für die Vorstellung. Wir drehen hier noch weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar. Bis dann. Ciao. Und nicht vergessen, abonnieren. Ne?